Jesus, ich danke dir, dass du uns lieb hast. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, weil du lebst, weil du lebendig bist, weil du ins Kreuz gegangen bist, weil du dich für uns entschieden hast. Danke, dass wir Beziehungen mit dir leben dürfen und feiern dürfen, dass wir Leben haben. Und ich bete, Herr, dass diese Zeit, die jetzt kommt, dass du sie gebrauchst, um uns zu stärken, um unseren Glauben zu stärken, dass du sie gebrauchst, um unser Herz zu füllen mit dem, was dir wichtig ist. Und ich bete, Herr, dass das, was ich sage, es deine Worte sind. Dass du alles wegnimmst, was nicht von dir ist. Und dass diese Worte genau das tun, wozu du sie bestimmt hast, Jesus. Amen. Gott hat mir... Oh, kann man da was dran machen irgendwie? Das klingt ein bisschen komisch. Oder es kann auch sein. Genau, so ist. Ja. Gott hat mir auf das Herz gelegt, heute über das Thema Glaube zu predigen. Und als das Marina gesagt hat, musste sie irgendwie lächeln, weil sie sagte, was über Glauben? Wie kann man über Glaube predigen? Das ist ja ein Riesenthema. Und mir hat sie recht, es ist ein ziemlich großes Thema. Und ich versuche euch mal heute so die wichtigsten Dinge mitzugeben, wo ich sage, das ist total wichtig. Es gibt mal einen Philosoph, der hat gesagt, wer nicht an Gott glaubt, der glaubt an alles. Wer nicht an Gott glaubt, der glaubt an alles. Und die Bibel sagt, im Römerbrief, glaube ich, Römer 13 ist das, dass jeder Mensch ein gewisses Maß an Glauben bekommen hat. Also Gott hat also jedem so ein Stadtkapital an Glauben gegeben. Und ich bin überzeugt davon, dass es nicht möglich ist, in dieser Welt zu leben, ohne irgendwie zu glauben oder Glauben zu haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich weiß nicht, wer heute früh mit dem Auto zur Gemeinde gefahren ist, aber wenn ihr in das Auto einsteigt, dann gehe ich davon aus, dass ihr glaubt, dass eure Bremsen halten. Ich würde mal behaupten, ihr wisst es nicht, weil ihr wisst zum Beispiel nicht, ob es zum Beispiel nachts so ein Matter kam, der da so ein Bremskabel durchgebissen hat oder ob sich irgendwas gelöst hat. Ihr wisst es eigentlich nicht. Ja? Ihr setzt euch ins Auto und ihr glaubt, dass wenn ihr auf das Bremspedal tretet, dass das Auto zum Stillstand kommt. Oder gerade im Moment glaubt ihr wahrscheinlich auch, dass dieses Dach, dass diese Decke jetzt nicht runterstürzt. Also ich zum Beispiel bin kein Statiker. Ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt alles richtig konstruiert ist und ob das wirklich auf Dauer hält. Ich glaube einfach, dass es hält. Also ihr merkt schon, ja, wenn wir in diesem Leben unterwegs sind, dann müssen wir glauben. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn wir in dieser Welt leben und wir haben Gott nicht. Wir wissen nicht, dass Gott da ist, dass er uns beschützt, dass er uns berufen hat, dass seine Engel da sind, dass er für uns ist. Dann gebe ich diesem Philosoph absolut recht, denn wenn ich Gott aus meinem Leben streichen würde, dann würde ich wirklich alles andere glauben und dann müsste ich mein Glauben an alles andere festmachen, außer an Gott, und dann glaube ich wirklich alles. Das war jetzt sehr allgemein, aber ich möchte ein bisschen tiefer in dieses Thema gehen. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel sage, stellt euch mal ein rotes Auto vor, dann denken vielleicht manche an so einen kleinen, so eine kleine Knutschkugel, ja? Manche vielleicht an einen großen Geländewagen oder einen Sportwagen. Also wenn ich sage, rotes Auto, dann ist es bei euch ganz verschiedene Vorstellungen. Und ich glaube, bei Glauben ist es häufig auch so, wenn ich sage, denk mal über Glauben nach, haben wahrscheinlich ganz verschiedene Leute von euch ganz verschiedene Vorstellungen, wie sie dieses Wort Glauben füllen. Und ich möchte mit euch heute mal schauen, wie definiert denn die Bibel Glaube? Wie definiert die Bibel Glaube? Und es ist so, das Alte Testament ist ja in Hebräisch geschrieben und das Neue Testament ursprünglich in Griechisch geschrieben. Und das ist immer so, dass wir haben im Deutschen ein Wort, das heißt Glaube, aber in Wirklichkeit steht im Grundtext ganz verschiedene griechische Wörter und verschiedene hebräische Wörter, die alle ein wenig mehr aussagen wie das deutsche Wort. Und in dem Fall macht es total viel Spaß, mal zu schauen, was heißen denn diese griechischen Wörter? Was kommt daraus, wenn man es übersetzt? Und was steht denn hinter diesem Glauben? Und das möchte ich euch mit euch zusammen im ersten Schritt meiner Predigt machen. Und dazu brauche ich meine PowerPoint-Präsentation. Das erste Wort, was sozusagen der Kern ist vom Wort Glauben, was man drüber schreiben kann, wo im Hebräischen wie im Griechischen auch alles dazu passt, ist ein Wort und das heißt Vertrauen.
Wenn ihr also in eurer Bibel lest und ihr lest an einer Stelle Glaube, könnt ihr dieses Wort immer einsetzen, wenn es passt. Also, wenn ihr mir so vertraut, wie es die Schrift sagt, dann werden von euch Ströme lebendigen Wassers fließen. Eine Bibelstelle. Oder wer Jesus vertraut, der ist gerettet. Der Kernpunkt von Glaube ist Vertrauen. Aber es wird noch besser, denn es gibt noch ganz viel mehr Facetten von Glauben, die ich euch jetzt mal zeigen möchte, die noch dahinter stehen. Zum Beispiel, Glauben könnte man auch übersetzen mit sicher sein oder sich sicher fühlen. Man könnte es übersetzen mit verlassen auf oder überzeugt sein von oder Zuflucht suchen, treu sein oder gehorsam. All diese Wörter stecken im Wort Glauben drin, im Griechischen wie im Hebräischen. Und das Wort Vertrauen ist im Prinzip das, was alles ein bisschen zusammenfasst. Jetzt gibt es ja auch eine Definition im Neuen Testament, die viele von euch vielleicht kennen, im Hebräerbrief. Die möchte ich euch auch mal vorstellen. Das ist, glaube ich, Hebräer 11, Vers 1, genau. Und da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich habe schon mal darüber gepredigt und da habe ich gesagt, das ist total paradox, weil da steht immer etwas ganz Starkes, etwas gegenüber, was man niemals dem Starken gegenübersetzt. Also zum Beispiel am Anfang steht, Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und dann steht da ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also wenn ich das lese, denke ich, das ist doch irgendwie total paradox. Wie kann man etwas so Starken solchen sanften Worten gegenübersetzen wie Hoffnung oder Nichtsehen? Es gibt eine Sache, die mir dabei hilft. Und die möchte ich euch mal verraten. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es so, als wenn man das von der himmlischen Perspektive aussieht, wenn Gott etwas sagt, ist jedem im Himmel absolut klar, dass das Ding total fest ist. Wenn Gott ein Versprechen macht, ist es im Himmel schon fest und es steht schon und jeder kann es sehen. Darum sagt die Bibel, feste Zuversicht. Denn wenn Gott einmal was versprochen hat, ist es im Himmel fest. Und jeder im Himmel weiß, 100%, es gibt nichts Stabileres, als wenn Gott etwas gesagt hat. Aber hier auf dieser Erde ist das nicht immer sichtbar. Und jetzt kommt's. Aber der Glaube holt das, was im Himmel ist und im Himmel feststeht, auf diese Erde. Darum ist es eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln, weil Gott das gesagt hat, im Himmel ist es schon fest. Und wenn wir glauben, wenn wir vertrauen, kommt das, was fest ist, auf diese Erde. Und es ist also eine ganz tolle Sache, ja? Glaube holt die Versprechen Gottes auf diese Erde. Glaube macht das, was im Himmel absolut unumstößlich ist, verknüpft es mit dieser Situation, die wir hier in dieser Erde haben. Also wenn es um das Reich Gottes geht, wenn es darum geht, wie Gott arbeitet, wie Gott ist, dann geht es nicht ohne Glaube. An dieser Stelle möchte ich euch mal auf Thomas hinweisen. Nicht auf Thomas Bader, sondern auf einen Thomas, der bei den Jüngern mit dabei war. Finde ich auch total interessant. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden und er besucht die Jünger. Aber er besucht nur 10 von 12, weil einer, es war Judas, der ist nicht mehr dabei gewesen und Thomas war gerade nicht da. Und diese 10 Jünger haben dieses Vorrecht, Jesus zu sehen und zu sehen, boah, er ist wirklich auferstanden und er lebt. Und die freuen sich, sind total hibbelig und Thomas kommt wieder, Jesus ist schon weg und sie sagen, boah, Jesus lebt. Und Thomas, was? Jetzt, er war hier. Hä? Jesus soll leben? Thomas hatte voll die Zweifel. Ja, er hat total gezweifelt. Und ich denke immer, wir können heutzutage schnell diesen Thomas verurteilen. Ja? Aber ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Und die Jünger können ja auch gute Dinge reden, weil die haben ja Jesus gesehen. Und Jesus lässt den Thomas eine Woche lang zappeln. Und dann kommt er und sagt, hey Thomas, schau mich an. Schau meine Wundmale an. Du darfst es sogar berühren. Ich bin's wirklich. Und dann sagt ihr einen ganz interessanten Satz. Und er sagt nämlich dann, Thomas, gesegnet sind die, die nicht sehen
und trotzdem glauben. Gesegnet sind die, die nicht sehen und trotzdem vertrauen. Und mir ist an der Stelle eine persönliche Geschichte eingefallen, also ein persönliches Erlebnis. Als ich das erste Mal jemand getauft habe, da habe ich so stark Gottes Gegenwart gespürt, wie niemals mehr danach. Ich habe das gespürt, dass Jesus mit in diesem Taufbecken steht. Und ich habe danach ein ganz, ganz starkes Erlebnis gehabt. Und bei der nächsten Taufe, boah, habe ich mich schon so gefreut und dachte so, boah, jetzt war es so gut. Und da war es nicht mehr so. Und dann habe ich gedacht, boah, was ist jetzt los? Habe ich was falsch gemacht? Und da ist mir bewusst geworden, ich habe gar nichts falsch gemacht. Sondern es gibt Momente in unserem Leben, wo Jesus kommt und sagt, schau dir meine Wundmale an. Wo er übernatürlich in unserem Leben eingreift und uns was zeigt. Und dann kommen Momente, wo er sagt, und jetzt vertrau mir. Die Taufe, die nächste Taufe hatte die gleiche Kraft gehabt. Aber Jesus wollte jetzt, dass ich vertraue. Und das ist eine Sache, die wird Jesus auch in deinem Leben nicht nehmen. Ich bin überzeugt davon, Jesus zum Beispiel hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. In der Bibel steht, dass Jesus jetzt Fürbitte hält für uns. Und ich glaube, Jesus kämpft darum, dass mein und dein Glaube nicht aufhört. Und er wird Dinge in dein Leben tun, wo du ihn siehst, wo du Übernatürliches erlebst. Aber er wird auch Momente kommen lassen, wo du nichts siehst und dennoch glauben musst und vertrauen musst. Und wisst ihr warum? Weil Jesus sagt, wenn du nichts siehst und dennoch glaubst, dann wirst du gesegnet sein, dann werde ich dich segnen. Jesus will uns segnen und weil Jesus uns segnen möchte, wird es Situationen in deinem Leben geben, wo du nichts siehst und dennoch vertrauen kannst. Vielleicht hilft dir das, wenn du in einer großen Evangelisation bist oder in einer großen Veranstaltung bist und du schaust deinen Nachbar an und du siehst, dass er die total, also gibt eine gute Predigt, ja, und danach erlebt dein Nachbar die total krassen Sachen, er erfährt Heilung, wird gesund, hat ganz viele Bilder und du hast die gleiche Predigt gehört und du erlebst gar nichts. Dann sage ich dir, vielleicht möchte ich Jesus genauso segnen, so noch mehr segnen, indem du vertraust, ohne zu sehen. Indem du die Predigt genauso glaubst und sagst, es gilt auch für mich, auch wenn ich gerade nichts sehe. Und Jesus sagt, ja, und ich segne dich dafür. Okay? Gut, jetzt möchte ich es ein wenig praktisch werden lassen bei meinem nächsten Schritt. Ich möchte euch noch mehr erklären und dazu wechsle ich mal ganz schnell meine Position. Okay, könnt ihr mich sehen? Hier bin ich. Also wenn jetzt jemand von euch da unten sitzt und sagt, Jens, spring! Dann muss ich ganz ehrlich sein, dann würde ich sagen, ich werde das nicht tun. Ja, ich werde das nicht tun, weil ich meine Zweifel daran habe, wenn ich jetzt hier runterspringe, dass ich heil bleibe. Und wenn ihr sagt, ach, es wird dir überhaupt nichts passieren, dann würde ich es trotzdem nicht tun. Weil ich wäre mir nicht sicher, ich würde mich nicht sicher fühlen, ich wäre nicht überzeugt davon, dass mir nichts passiert und ich könnte dem auch nicht gehorsam sein. Ich wechsle mal ins Alte Testament. Im Alten Testament wird uns erzählt, dass es da einen gibt und der wird Vater des Glaubens genannt, Abraham. Und Abraham kommt in eine Situation, wo Gott sagt, opfere deinen Sohn. Opfere deinen Sohn. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn Gott das sagt. Und Abraham war bereit, dies zu tun. Es ist für mich so, wie wenn man vor einer Klippe steht, ja, und Gott sagt, spring. Und Abraham setzt schon aus, hat sein Bein schon gehoben, will gerade springen. Gott sagt, nee, stopp. Ich wollte nur testen, ob du es wirklich machst. Und ich habe mich gefragt, was ist bei Abraham passiert, dass er bereit war zu springen? Worauf gründet seine Bereitschaft? Warum war Abraham bereit, seinen Sohn zu opfern? Und wenn wir ins Alte Testament schauen, macht das Alte Testament, wenn es um Glauben geht, fast immer eine Kernaussage. Und zwar, Abraham hatte vorher ein Treffen mit Gott. Und in diesem Treffen sagt Gott zu Abraham, ich will, dass du ein Vater eines großen Volkes wirst. Und du wirst viele Nachkommen haben. Und dann sagt Abraham, ja, okay, und wie kann ich mir sicher sein?
Und es sagt Gott, weil ich es dir verspreche und weil ich mit dir einen Bund schließe. Ich habe da schon mal drüber gepredigt und vielleicht wisst ihr es noch. Wenn Gott einen Bund schließt mit jemandem, dann ist es das Stärkste, was es gibt. Es gibt nichts Stärkeres, weil Gott seine ganze Existenz daran festmacht und sagt, wenn ich dir das gesagt habe, dann wird es passieren. Und als Gott zu Abraham sagte, opfere deinen Sohn, da wusste Abraham eins, okay. Ich glaube, es ist ihm nicht schwer gefallen, aber er wusste, Gott hat mir gesagt, er hat mit mir einen Bund geschlossen und er hat seine Existenz daran festgemacht, dass ich wieder Nachkommen haben werde. Und wenn ich meinen Sohn jetzt opfere, dann wird Gott dafür sorgen, dass er wieder aufersteht. Das war ihm vollkommen klar, weil Gott einen Bund geschlossen hat. Und das ist eine Definition von Glauben, wie es das Alte Testament macht. Das Alte Testament sagt, du kannst Gott glauben, weil seine Versprechen sind zuverlässig. Weil er einen Bund geschlossen hat, kannst du Gott glauben. Weil er einen Bund mit uns geschlossen hat, kann man sich auf ihn verlassen. Man kann bei ihm Zuflucht finden, man kann ihm gehorsam sein, man kann bei ihm sicher sein, weil er einen Bund mit uns geschlossen hat. Das ist die Sicht vom Alten Testament auf das Wort Glaube. Wir können Gott vertrauen, weil er seine Versprechen halten wird. Jetzt möchte ich mal einen Blick ins Neue Testament werfen. Im Neuen Testament gibt es vor allem zwei griechische Wortstämme. Und ich habe mal ins Begriffslexikon geschaut und da gibt es eine Erklärung, was diese zwei griechischen Wortstämme, die für Glauben gebraucht werden, vor allem ausdrücken. Und die Definition hat mich tief bewegt und die zeige ich euch mal. Da steht nämlich, die griechischen Vokabeln drücken im Kern eine persönliche Beziehung zu einer Person oder Sache aus, die durch Vertrauen und Zuverlässigkeit begründet ist. Und das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen an einem Beispiel erklären. Persönliche Beziehung zu einer Person oder Sache, die durch Vertrauen und Zuverlässigkeit begründet ist. Ich nehme euch mal mit ins Neue Testament und in eine Geschichte. Da gibt es eine Geschichte zum Beispiel, als Petrus auf das Wasser geht. Was meint ihr? Wenn einer von den Jüngern zu Petrus gesagt hätte, hey Petrus, geh mal aufs Wasser, du wirst nicht untergehen. Meint ihr, hätte er es getan? Ich glaube nicht. Ich glaube, Petrus hätte gesagt, ey, spinnst du? Ich gehe doch nicht auf das Wasser, wenn auch noch Sturm ist und es tief ist. Wie kann ein Mensch auf Wasser gehen? Das ist doch unmöglich. Was hat Petrus dazu bewogen, aufs Wasser zu gehen? Was hat ihn bewogen, sich so sicher zu fühlen, so überzeugt davon zu sein, aufs Wasser zu gehen? Und das möchte ich euch mal zeigen. Also ihr seht, ich komme mal hier raus. Okay, also ihr seht, ich habe mich jetzt ein bisschen gerüstet. Ah, stopp, nicht so viel. Ich habe hier ein Geschirr an, ein Klettergeschirr. An diesem Klettergeschirr ist ein fester Knoten. Und an diesem Knoten ist natürlich ein Seil dran. Und das ist für mich eine erste wichtige Sache, nämlich für mich ist das so ein Symbol für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist für mich wie ein Geschirr und ein festes Seil, das mich hält. Aber das reicht nicht aus für mich. Wenn jetzt jemand anders stehen würde und nicht Marina da stehen würde, dann würde ich nicht springen. Weil ich euch nicht kenne. Marina kenne ich aber. Ich habe eine persönliche Beziehung zu ihr und ich weiß, dass sie weiß, was es bedeutet, wenn ich springe. Dass sie genau weiß, was jetzt passiert und dass sie darauf vorbereitet ist und ich weiß, dass sie das kann. Ich weiß, dass sie mich halten kann. Noch nicht. Ja. Und wisst ihr, als Petrus in diesem Boot war, war ihm gegenüber Jesus. Und Jesus war nicht irgendwer. Er hatte eine Beziehung zu Jesus, eine persönliche Beziehung. Das ist genau die Definition. Er hat eine Beziehung zu Jesus. Er hat vorher gesehen, was Jesus getan hat. Er hat miterlebt, welche Wunder Jesus getan hat, welche Kraft Jesus hat, welche Power Jesus hat. Und dieser Jesus steht ihm gegenüber. Und dieser Jesus sagt ihm, er soll aufs Wasser kommen.
Also hier kommen zwei Sachen zusammen. Ja? Das Wort Gottes, das Fest ist, das Versprechen Gottes und die Begegnung mit Jesus. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges beim Klettern. Bevor ich jetzt springe, muss ich unbedingt meinem Partner in die Augen schauen, weil ich darf erst dann springen, wenn dieses Seil wirklich gespannt ist. Wenn ich vorher springen würde und das Seil wäre nicht gespannt, dann hätte ich eine sehr unsanfte Landung. Und das war bei Petrus auch wichtig. Er ist nicht einfach nur gegangen, wo er Jesus gesehen hat, sondern er hat Jesus angeschaut. Und als Jesus gesagt hat, komm, dann war der Zeitpunkt, wo er gehen konnte. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. In Galater 6 steht, dass die Liebe den Glauben wirksam macht. Nee, Galater 5, 6 ist das. Ja, Liebe macht Glauben wirksam. Wenn ich Marina anschaue, weiß ich eine Sache ganz genau. Diese Frau liebt mich. Ja, und ich weiß, sie wird jetzt keinen Unfug machen. Sie wird sich jetzt keinen Witz oder keinen Scherz draus machen, mich erst später zu halten oder irgendwas. Ich weiß, sie liebt mich und sie wird alles tun, dass mir nichts passiert. Und als Petrus Jesus anschaut, weiß sie eine Sache ganz genau, dass er Jesus liebt und dass Jesus ihn liebt. Und dieses Paket, ja, dass er eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, dass Jesus zu ihm gesprochen hat, dass er ein Wort gesagt hat, dass er Jesus anschaut und dass er weiß, diese Person liebt mich, hat ihm den Mut gegeben, etwas zu tun, wo andere sagen, hey, das ist unmöglich, und er ist gesprungen. Okay, bist du soweit? Ja, komm. Okay. Okay. Ja, und das Dach hält. Okay. Du kannst mal eins weitermachen. Und daraus kriegt man eine gute Definition, wenn man das nimmt, was die Bibel im Alten Testament sagt über Glauben und im Neuen Testament sagt, dann heißt die Definition, Glaube ist Vertrauen, das auf einer persönlichen Beziehung zu Gott beruht und auf seine Versprechen und Zusagen gründet. Also Glaube ist Vertrauen, das auf einer persönlichen Beziehung zu Gott beruht und auf seine Versprechen und Zusagen gründet. Jetzt möchte ich noch einen kleinen kurzen Exkurs machen. Häufig ist es ja so, dass man den Charismatikern eine Sache vorwirft. Dass man sagt, dass sie häufig sagen, wenn man jetzt für Heilung betet und derjenige wird nicht gesund, dann sagt man, du hattest zu wenig Glauben. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Und ich möchte mal ganz kurz dazu was sagen. Eine Sache, die für mich ganz, ganz klar ist und die das Thema ganz, ganz klar macht, ist, Glauben ist in der Bibel total wichtig. Glauben ist im Reich Gottes absolut wichtig. Gott sagt sogar, es ist unmöglich, mir zu gefallen, wenn du nicht glaubst. Und wenn wir verstanden haben, dies Glaube bedeutet, dass wir das, was im Himmel ist, auf die Erde holen, dann ist es ganz klar, dass an Orten, wo wenig Glaube ist, Gott auch weniger tun wird. Also es ist für mich die logische Konsequenz. Ja? Da, wo ich Gott nicht vertraue, wo ich nicht auf seinen Zusagen stehe, wo ich das nicht herunterhole, wird weniger passieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wenn wir für jemanden beten und er wird nicht gesund oder er bekommt nicht das Ergebnis und du sagst zu ihm, du hast nicht genug Glauben, dann halte ich es für ziemlich schwierig, weil es auch andere Gründe geben könnte, zum Beispiel, warum er nicht gesund wird. Ein Grund wäre zum Beispiel, dass Gott sagt, in seiner Souveränität, nicht jetzt. Wie es zum Beispiel bei Paulus gesagt hat, lass dir meiner Gnade genügen. Und eine andere Sache, und die ist mir auch ganz wichtig geworden, die schreibt Paulus in Römer 14, Vers 1. Da sagt er, es gibt Schwache im Glauben und die sollen wir aufnehmen. Und weiter unten sagt er, und wir haben keine Berechtigung, über sie zu urteilen, sondern, und das ist der Punkt, sondern unsere Aufgabe ist es, Glauben zu stärken. Und wenn man jemand sagt, du hast wenig Glauben, du hast zu wenig Glauben, dann glaube ich nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise seine Situation sich verbessert, sondern im Gegenteil, dass er sich zurückzieht.
Und die Bibel sagt, wir haben keine Berechtigung, darüber zu urteilen, sondern wir sollen das Gott überlassen. Und unser Auftrag ist es, und das ist das Wichtige, dass der Glauben in dieser Gemeinde, dass der Glauben hier gestärkt wird. Also ist die Frage viel, viel wichtiger. Was können wir tun, dass der Glauben in dieser Gemeinde wächst? Und das ist mein letzter Punkt. Da möchte ich euch noch einen kurzen Überblick geben über das Thema Glauben. Ich habe sie mal 7 Grundlagen genannt. Vielleicht gibt es noch mehr, es gibt sicherlich noch mehr. Aber die möchte ich euch mal kurz vorstellen. Das erste ist, Glaube wohnt in unserem Herzen. Und immer wenn ich in der Bibel lese, dass etwas im Herzen wohnt, dann bin ich mir immer ziemlich sicher, dass der Heilige Geist im Spiel ist. Denn ich bin überzeugt, der Einzige, der wirklich unser Herz verändern kann, ist der Heilige Geist. Das ist im Neuen Bund gesagt. Die zweite Grundlage für mich ist, jeder hat ein Maß an Glauben. Römer 12,3 steht das zum Beispiel. Dritte Sache, Gott will nicht, dass wir zweifeln. Weiß nicht mal, ob euch das aufgefallen ist, aber manchmal hat man den Eindruck, dass es einen Zeitgeist gibt, der irgendwie klar macht, dass Zweifeln ganz toll ist und dass Zweifeln irgendwie gesund ist. Und dass es gut ist, wenn man sich nicht so richtig festlegen kann und alles. Aber die Bibel sagt, Zweifeln ist nicht der Endzustand, den Gott haben möchte. Thomas durfte zweifeln. Aber Gott möchte, dass unser Glauben gestärkt wird. Er wird es immer dazu führen, dass er Dinge in unserem Leben tut und Dinge zulässt, die letztendlich unseren Glauben stärken. Das ist immer das Ziel bei Gott. Der vierte Punkt. Glaube wächst oder entsteht durch das Hören vom Wort Gottes. Ich mache mal den nächsten Punkt noch und dann erkläre ich euch das. Und Glaube beruht auf der Erweisung des Geistes und der Kraft. Das sind für mich 2 Punkte, die zusammengehören. Denn das eine ist für mich eher so die Sicht aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, meine Verheißungen, darauf könnt ihr euch festmachen. Und wenn ich Gottes Verheißungen nicht kenne, noch nie gehört habe, wie will ich sie glauben? Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Gottes Wort hören. Wenn ich das Evangelium nie gehört habe, wie will ich dem Glauben schenken? Und das, was da unten steht, Erweisung des Geistes und der Kraft, hier geht es für mich um Beziehungen. Dass es Gott auch wichtig ist, dass ich Beziehungen habe zu Jesus, dass ich spüre, dass mich der Vater wirklich lieb hat, dass Dinge geschehen, die mich in Beziehung führen. Und diese beiden Sachen gehören zusammen. Das Wort Gottes hören und den Heiligen Geist erleben und die Kraft Gottes erleben, damit ich die Versprechen festhalte und in eine Beziehung hineinkomme zu dem lebendigen Gott. Okay, nächstes. Glaube wird durch Liebe wirksam, genau. Und ein letztes. Echten Glauben folgen Taten. Also ich lese nochmal vor, 7 Grundlagen. Der Glaube wohnt im Herzen. Jeder hat ein Maß an Glauben. Gott möchte, dass dieses Maß, das wir haben an Glauben, wächst. Und wachsen tut es, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und es vor allem hören. Ja? Von daher ganz guter Tipp, wenn ihr zu Hause Bibel lest, dann lest es laut, damit ihr es hört. Hier steht wirklich das griechische Wort, was da steht, heißt wirklich hören. Glaube beruht aber auch auf Erweisung des Geistes und der Kraft, um auf echte Erlebnisse, die wir mit Gott machen können. Glaube wird durch Liebe wirksam und echten Glauben folgen Taten. Ein Punkt oder eine kurze Sache zum Abschluss noch. Als ich da oben stande, gerade eben, und ich das Seil angelegt hatte, meine Frau gesehen habe und alles fertig war, war die Sache noch nicht abgeschlossen. Ich hätte da oben eine Stunde stehen bleiben können und es wäre nichts passiert. Das Ganze, was das in Gang gesetzt hat, war, dass ich gesprungen bin. Und das ist so eine Sache, die möchte ich euch auch mitgeben. Auch wenn wir die festen Zusagen gehört haben, auch wenn wir Jesus erlebt haben, wenn Gottes Geist viele Dinge in unserem Leben getan haben, werden wir an einem Punkt stehen, wo Gott sagt, und jetzt spring. Und das Tolle ist, wenn wir dann springen, werdet ihr erleben, wird unser Glauben wieder ein Stück stärker geworden sein. Und ich wünsche euch das, dass ihr im Glauben wächst und dass ihr bereit seid zu springen. Und dass wir auch verstehen, dass Glauben nicht naiv und dumm ist. Und dass Glaube auf Beziehung gründet und auf die Verheißung Gottes gründet und fest ist. Ich danke dir, Jesus, dass wir glauben dürfen. Ich danke dir, Vater, dass du Versprechen und Verheißung gegeben hast in deinem Wort, die für uns gelten und die Grundlage sind von Glauben, die Fundamente sind, die Felsen sind. Ich danke dir, Jesus, dass du Beziehung zu uns haben möchtest und dass du viele Dinge tust, die
Beziehung zu dir ermöglicht, dass du viele Dinge tust, die dich in unserem Leben zeigen, die dich groß machen, dass du dafür betest und kämpfst, dass unser Glauben wächst. Und ich danke dir dafür, dass es möglich ist. Danke dir dafür für den Glauben, der in dieser Gemeinde schon ist. Und ich danke dir dafür, dass du willst, dass er weiter wächst. Und ich bitte dich, Herr, um eine Segnung und eine Salbung für Mut und Kühnheit, damit wir in der nächsten Zeit mehr und mehr springen. Danke, Jesus. Amen.